Hallo Leute, heute gibt es das erste Ingame-Gameplay-Video von F1 2018. Das erscheint hier am 24. August für PlayStation 4, Xbox One und PC. Einen Tag nach meinem Geburtstag, juhu. Ich freue mich auf jeden Fall schon drauf. Es wurden ja jede Menge neue Classic Cars angekündigt und ein erweiterter Karrieremodus. Nun sehen wir also zum ersten Mal auch wirklich Ingame bewegtes Material sozusagen von Charles Leclerc. Der ist hier gefahren auf der Strecke in Monte Carlo mit seinem Alfa Romeo Sauber F1. In seiner Heimat sozusagen. Der ist ja gebürtiger Monegasse. Und ja, was wir hier dann sehen gleich, ist im Prinzip die Grafik, die, sag ich mal, dezent verbessert wurde. Hauptsächlich hat man dieses Jahr sich um das Beleuchtungssystem gekümmert und auch um die Darstellung des Himmels, um die Wolken, um Kondensstreifen. Und das ist auf jeden Fall immer ein wichtiges Thema, um die Szenerie einfach noch besser darzustellen, sag ich mal. Ich sag nur, Forza Horizon 3 mit dem tollen australischen Himmel, mit der Beleuchtung, das sah fantastisch aus. Deswegen denke ich mal, gutes Thema. Und wir können uns jetzt selber ein kleines Bild davon machen. Fahrzeugphysik ein bisschen geändert auf jeden Fall. Wesentliche Neuerung. Man kann jetzt als Spieler selber das ERS steuern, also das Energy Recovery System. Aber ich lasse euch da mit den Bildern einfach mal alleine. Das Ganze ist auch untertitelt in Deutsch. Das, was der Charles Leclerc dort so sagt. Und ja, wir sehen uns dann wieder, wenn es neue Informationen zu F1 2018 gibt. Erstmal viel Spaß. Hello, I'm Charles Leclerc, driving for Alfa Romeo Sauber F1 Team. I will take you around my home Grand Prix in Monaco on F1 2018. So here we are in Monaco, start finish line and then braking for turn one. Always pretty tricky because it's quite bumpy and you also need to have a very good exit because then it's uphill all the way to the casino. Then actually a quite quick section here with a left hander and then the right hander. We need to avoid the bump in the exit. Otherwise, yeah, you get a little bit of wheel spin. And then tightest part of the track. Pretty difficult, you can win or lose a lot of time on a braking point here. And then here you really need to have a very good exit before going to the tunnel. Pretty tricky here with the light going out, because always difficult to see the road after that. And yeah, then we arrive on the fastest section of the track with the left hander, and then here the left right, which should be flat when you are in qualifying, and then arriving in La Rascas. Here also is probably the bumpiest section of the track, and then the last corner, which goes to the start finish line, and that's it. No, it's good. Yeah, it's very nice. Yeah, I like it.